Eine Weile erschien ja kein Bloons TD5 mehr, dafür dachte ich nämlich, es wird jetzt Zeit. Für Bloons TD5, nach dem Intro geht's los. Dann drücken wir auch mal direkt auf Start. Neues Spiel, ich weiß nicht, ob es jetzt gespeichert wurde, ich hoffe es natürlich. Nein, wurde natürlich nicht gespeichert. Weil du nicht speicherst, weil ich das Spiel einmal gelöscht hatte, aus Versehen. Ist das denn da oben hingepflanzt? Was soll der Kacke? Von hier kommen die Ballons auf jeden Fall. Das heißt, wir bauen hier, ah ja, ich sehe schon. Wir können noch einen bauen. Machen wir das. Ich bin ein bisschen raus aus dem Spiel. Es war jetzt ja auch länger her, als ich das letzte Mal das Spiel gespielt hatte. Es wird, es wird auch nur eine kleine Runde. Weil ich, wir haben es nämlich gleich schon 2 Uhr. 1 Uhr meine ich natürlich. Das heißt ja natürlich, aber ich meinte gleich 1 Uhr. Und ich muss das Video halt noch rendern und alles Mögliche. Nur halt, damit ihr wisst, Bloons TD5 wird bald ein bisschen wieder weitergehen. Machen wir Speed rein. Super. Können wir nämlich einen anderen. Jetzt können wir. Ach ja, wir können upgraden jetzt einfach. Upgrade machen wir. Und weiter direkt. Ups. Perfektio. Yep. Den pflanzen wir dahin. So. Und scharfe Schüsse kriegst du. Und machen wir direkt wieder weiter. Alles klar, schaffen sie ohne Probleme. Die ersten grünen Ballons kommen in der nächsten Runde. Alles klar, weiß ich Bescheid. Übrigens habe ich gerade Spielsound komplett aus, deswegen ist es gerade ein bisschen ruhig. Weil ich kann jetzt irgendwie keine Lautstärke ehrlich gesagt haben, weil ich ein bisschen müde bin. So, jetzt haben wir unseren Scharfschützen. Tue ich auch mal dahin. Die Nadeldinger haben wir jetzt unten. Super, die hätte ich mal also sparen können. Die Ecke da oben, warum kommst du da nicht näher gehen? Was ist denn los mit dir? Bist du denn bekifft? Bist du denn komplett bekifft heutzutage? Eigentlich sollte ich, glaube ich, erst Geld sparen. Ich muss mich da erstmal wieder reinfuchsen. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie hier alles nochmal funktioniert. Weil ich meine, bei meinen alten Videos, da bin ich langsam schon fast ein Pro geworden, ey. Und jetzt mittlerweile, da hänge ich jetzt wieder ein bisschen der. Jetzt verpiss dich, du blöde Anzeige. So, eine Runde. Wir machen noch 2 Runden, haben wir 15 Runden gemacht. Wie gesagt, ist jetzt nur ein kurzes Video. Es ist eigentlich, soll nämlich eher so ein bisschen Ankündigungsvideo-mäßig sein. Weil ich halt gleich echt so nicht mehr so lange wach bleiben kann und ich gerade auch nicht die Konzentration habe. Nur ich wollte halt nicht heute nur ein Video hochladen, deswegen. Und außerdem habe ich das Spiel ein bisschen vermisst, ehrlich gesagt. War nämlich eine coole Zeit auf jeden Fall.
Besonders durch eine Lonja, die mir damals sehr gut weitergeholfen hat bei dem Spiel. Sie hat mir ein paar Tipps gegeben und. Kann ich das Ding eigentlich? Ja, kann man. Ich mache jetzt gerade ein paar mehr Runden, sehe ich gerade. Ja, dann machen wir halt jetzt ein 20 draus. Wo war das eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Wo man sich dieses Spezial... Ach ja, hier. Bananenbauer. Habe ich einen davon. Ich will mir das nämlich mal kurz anschauen. Kann ich den nicht eigentlich setzen? Für die haben wir einen neuen Upgrade. Und für die letzte Runde machen wir aber so ein Eisding hier hin. Ja. Ich würde dann sagen, das war eine kleine, sehr kleine Runde Bloons City 5. Wir haben nicht gewonnen, wir haben noch nicht verloren, aber man muss aufhören, wenn es am schönsten ist. In der nächsten Folge, dann machen wir auf jeden Fall das Level hier komplett zu Ende. Es sollte jetzt eher so ein bisschen ankündigungsmäßig sein, dass ich auf jeden Fall demnächst wieder Bloons City 5 spielen werde. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.